Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Als erstes wünsche ich euch einen wunderschönen dritten Advent. Leute, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt. Ich hoffe, ihr habt schon die Google Play Karten unterm Weihnachtsbaum versteckt. Kapi, Klaus, Nikolaus, steht euer Weihnachtsbaum schon? Unser steht noch nicht. Meiner steht noch nicht. Genau. Aber spart euch, gebt kein Echtgeld mehr für FIFA Mobile 21 aus. Wenn ihr einen schmalen Taler investiert, dann zu FIFA Mobile 22 zum Start. Dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Ich habe absolut, Leute, ich bin so motiviert und so heiß auf FIFA Mobile 22. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Kommentiert jetzt mit eurem Grußwunsch. Weil ich werde euch morgen grüßen oder Dienstag grüßen. Und kommentiert auch mit einer kreativen Challenge, weil diese Challenge machen wir dann entweder morgen oder halt am Dienstag, je nachdem wann die Grußfolge am Start ist. Wir werden heute reingehen. Leon Bailey hat sich leider noch nicht verkauft. Wir werden heute versuchen, nachdem wir gestern schon in der 20 Uhr Folge 17 Tore, Leute, 17 Tore. Wir werden heute versuchen, unseren höchsten FIFA Mobile Sieg hinzubekommen, den wir noch nie hatten. Ich glaube, ich hatte noch nie 18 Tore. 17 Tore ist eines meiner Rekorde, den ich gestern geknackt habe. Und mit diesem Team, was ich derzeit habe, mit dem 250er Team, wir haben gestern nämlich einen Team-Upgrade rausgehauen. Also mein Team geht sogar noch besser, aber ich habe hier zwei Skillboost-Karten, die ich nicht verbessern kann, weil ich keine Münzen habe. Ich habe keine Münzen. Der vor zwei Wochen noch 500 Millionen Münzen oben auf der Uhr hatte, hat jetzt keine Münzen mehr. Ja? Ja? Da seid ihr auch teilweise schuld, weil ich Challenges dabei hatte, wo ich 20, 30, 40 Millionen Münzen minus gemacht habe. Nur mal so, ne? Nur mal so! Ich bin Fuchs, Teufelswild, Kappa. Nee, Spaß, Leute. Wir gehen rein. Erstes Game. Und wir werden natürlich versuchen, die 17, 18 Tore. Also, hängt natürlich auch immer mit zusammen, was wir für Gegner bekommen. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht so starke Gegner bekommen, weil wir halt bei 1 Million Fans wieder liegen. Weil es wurde ja ein neuer Monat wieder zurückgegangen. Jeder wurde wieder auf 1 Million zurück gepatcht, sage ich mal, zurückgestuft. Und wir spielen gegen Juan Mata. Vielleicht ist es der echte. Juan Mata? Wo spielt denn eigentlich jetzt? Hat er mit keiner seine Karriere beendet oder wo spielt er noch? Komm, Leber. Ja, okay. Dann, es hat sich jetzt schon erledigt mit den 18 Toren. Ich muss jedes, für 18 Tore muss ich jedes Ding machen. Es sei denn, der Gegner gönnt irgendwie, ja, Kontertor, genau. Es sei denn, der Gegner gönnt Kontertore, dann könnten wir es noch schaffen. Aber dafür bräuchte ich jetzt sogar noch einen Kontertor, weil so viel Zeit vergangen ist hier. Mama mia. Weil Lewandowski mit 190.000 Schuss, ne? Haut den Ding nicht, das ist lächerlich, Mann. Das ist lächerlich. Ja, guck mal. Da sieht man, dass Erling Haaland der Bessere ist. Komm, Lewa. Da ist er. 8-2, ja. 18 Tore glaube ich nicht, aber die magische 15-Tore-Marke könnten wir trotzdem knacken. Obwohl das eigentlich nicht ganz so gut lief heute. Also, der Start war halt eigentlich so. Der Start war C, sagen wir es mal so. Der Start war C von dem Spiel. Vom ersten Spielchen hier. Haaland geht gut vorbei mit dem Roulette und 12-2. Und runter und Messi schießt vorbei. Messi schießt vorbei. Messi, der auch 130.000 Schuss hat. Und Haaland. Jawohl. Also die 15-Tore-Marke knacken wir trotzdem. Wir hätten, ne? Zwei Tore, wir hätten die 18 Tore geknackt. Messi? Hätte Messi das Tor gemacht, hätten wir 17. Das erste Lewandowski-Tor hätten wir 18. Wir hätten einfach 18 Tore knacken können. Lol, Alter. Lol, 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 lol. Oh mein Gott. Aber ich glaube, Leute, no joke, ich glaube, wir könnten es heute wirklich schaffen. Wir könnten es heute wirklich, wirklich, wirklich schaffen. Und das wäre wild. 173er Gegner. Auch gegen diesen Gegner ist wieder viel drin und der Gegner hat Claudio Bravo, den Fliegenfänger im Tor. Okay, Max. Max heißt der Gegner. Max! Du wirst zerstört. Max! Gönn mir einen Kontertor. Wenn Max ein Kontertor gönnt und ich alle Chancen reinmache, könnte ich sogar auf 19, 20 Tore kommen. Okay, kein Kommentar. Keinen Kommentar. Ich wollte eine Millisekunde gut oder, ne? Ich wollte eine Millisekunde schneller sein, deswegen habe ich mit Erling Haaland aus der zweiten Reihe ein bisschen geschossen, weil ich gedacht habe, mit seinem linken Hammer macht er den rein. Aber, ja. Habe ich mich wohl verschätzt, ne? Egal.
Also jetzt die 18 Tore schaffe ich so oder so nicht mehr. Die 15, die magische 15 Tore Marke könnte ich jetzt wieder knacken, ja. Aber es ist halt auch jetzt, naja, was heißt nichts Besonderes. 15 Tore ist schon brutal. Welcher Gegner erzielt 15 Tore so, ne, vom Ding her? Siebtes. Ja, aber das wird jetzt hier, also das wird richtig, das wird mein schlechtestes Spiel. Schönes Tor von Lever. Flanke, Basti, Fantasti und die, doch, kommt an. Und Erling Haaland mit dem Köpfchen. Sehr nice, Mann. Und Erling Haaland mit dem 10. Und Erling Haaland? Nein, Messi? Messi, 11. 11, 11, 11, 11. Ja, also 15 war, werde ich nicht mehr schaffen, leider. Aber trotzdem, ja, trotzdem, natürlich ein Sieg, ist ja klar, aber gegen so einen Gegner, doch, 15 Tore schaffe ich doch noch. 15 Tore, ganz, ganz, und stellt euch mal jetzt vor, ich hätte jedes Ding reingemacht. Alter. Boah, das hätte ein 20-Tore-Spiel werden können, jetzt wirklich, no joke, true story. So, Abfahrt, komm, gönnt. Gönnt wieder irgendwie 170 oder so. Und dann wieder, hatte ich eigentlich gesagt, der hat einen Fliegenfänger mit Bravo im Tor? 187? 187. Marquino wird von mir auch sowas von abgeschossen. Ob das 15 Tore wären, 16 Tore, werden wir gleich sehen. Marquino, Junge, zieh dich warm an. Ich bin motiviert, dir 18 Dinger reinzuknallen. Genau so. Genau so und nicht anders, Lewandowski. Und direkter Abschluss und der sitzt. Genau so müssen die Dinger rein. Genau, oh, Lewandowski verspringt der Ball. Und dann macht er den trotzdem schön rein. 5 Tore nach 30 Sekunden, wir sind im Fahrwasser. Wir bräuchten aber, wenn es geht. Ja, okay, das, ja, ist klar, Buffon, Alter. GG Buffon, die Katze. Wir bräuchten, wenn es geht, ein Kontertor, wollte ich eigentlich sagen. Aber jetzt ist eh verkackt hier. Jetzt habe ich eh verkackt, Junge. Mann, Alter. Komm. Jawohl. Alter, wie hat dann den reingehämmert, bitteschön? Wie hat er denn den reingehämmert da? 7-1. Lewandowski 8-1. Lewandowski 9-1. Flanke nach unten, Lewandowski, was machst du da, Kollege Schnürschuh? Ist ja auch egal, werden wir jetzt so oder so nicht mehr schaffen. Dann würde ich sagen, mach mal noch ein finales letztes Game, weil das kann ich nicht so einfach auf mich sitzen lassen. Wir haben zwar jedes Spiel gewonnen, das ist schön und gut, ja, aber so 17, 18 Tore würde ich gern schon mal haben. Nochmal, schön, auf ganz entspannt hier heute, auf einen besinnlichen Advent, ne? Möchte ich schon nochmal schön, ne? 18 Tore. So ein Ding ist das. 178er. Oh, er hat einen Müller. Er hat einen, ach, das ist ein, ja, halb Bundesliga. Suat Serdar hat er auch gehabt, Alter. Suat Serdar kam mir, ne, hat mich direkt angelächelt. Oh, er hat der BSC. Die Dogs. Die Dogs. Adidas GmbH, schauen wir mal. Ich bräuchte jetzt mein Schwitzhandtuch, Jungs. Ich bräuchte mein Schwitzhandtuch. So ein Ding ist das. Der Gegner hat abgebrochen. Das heißt, Kontertore sind jetzt schon mal dahin und 16, 17, 18 Tore sind auch dahin. Oh, okay, Leute, heute hatten wir, ich glaube, wir hatten Scheiß am Finger. So ein Ding ist das. Ja, dann war es gestern doch wirklich schon überragend, dass wir da 17 Tore rausgeknallt haben. Also checkt gerne die gestrige Folge aus, da haben wir natürlich ein kleines Team-Upgrade rausgeknallt. Was heißt klein? Es war ein geiles Team-Upgrade. Geiles Team-Upgrade rausgeknallt und am Ende nochmal einfach einen Gegner mit 17 Toren weggepfeffert. Also das war schon ordentlich und wieso wir es heute nicht hinkriegen, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, so kann man es auch sagen. 6-0, vielleicht mit Krampf irgendwie die 15-Tore-Marke, ja, aber mehr wird hier nicht drin sein. Mehr wird hier leider nicht drin sein, ja. Aber die Keeper sind heute auch, weiß ich nicht, die Keeper sind heute wieder ganz besonders krass unterwegs. Junge, krass sind die unterwegs. Ja, okay, das war's. GG, Jungs. GG, denkt dran, mir eine kreative Challenge unten reinzuschreiben in die Kommentare und
auch euren Grußwunsch, wenn ihr gegrüßt werden möchtet von mir in einer der nächsten FIFA Mobile Folgen, das ist ja klar. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, habt einen schönen Wochenstart und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und tschüssikowski!